Hi Leute und herzlich willkommen auf meinem Kanal hier bei BresODoom. Ich hoffe, es geht euch allen gut und es ist wieder soweit. Assassin's Creed Valhalla, ich bin dabei. Ich hoffe, ihr auch. Ich freue mich auf jeden Fall. Es macht mir sehr viel Spaß in den letzten Tagen, muss ich sagen. Ich hoffe, es gefällt euch auch ein bisschen. Steffen, danke für deinen Like. Schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Alles fit bei dir? Ja, am Wochenende werde ich es nicht machen, da morgen Call of Duty rauskommt und ich dann da am Wochenende ein bisschen drin rumrühre, weil das ist nun mal leider so, dass es alles so nah aufeinander gesetzt ist und so, dass die Spiele jetzt rauskommen und. Aber auch das kriegen wir. Patschi, ich danke dir für deinen Like. Schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Alles gut bei dir? Ja, wie gesagt, das Spiel macht mir Spaß. Es macht richtig Laune. Und das ist cool. Gefällt mir auf jeden Fall. Sehr, sehr nice. So, gar nicht lange schnacken. Schauen wir mal rein, wie es aussieht. Ich bin gestern in England, angekommen, habe meinen ersten Raubzug gemacht, um die Schmiede einmal aufzupimpen. Natürlich gewonnen. Eben ein bisschen Kohle rangeholt und dann ging da. Spannend, ey. Hast du doch wieder Heile geküsst. Dann hast du doch wieder Heile geküsst, Bruder. Ja. Wie gesagt, Spiel stockt auf jeden Fall. Macht richtig Laune. Jetzt übrigens streame ich auch auf bessere Qualität sogar noch. Ich hoffe, das funktioniert alles. Wenn irgendwas nicht laufen sollte, muss jemand kurz Bescheid sagen, bitte. Kurz einen Schluck nehmen, bevor es losgeht. Ja, cool aus. Sieht mit einer Rüstung an, so, jetzt mal eine Kuh. Läuft. Eine Lippen. So, gehen wir rüber. Läuft wieder. Hat er wieder gut angenommen. Aber das liegt jetzt daran, weil ich Qualität hochgeswitcht habe. Zack. So, jetzt haben wir es. Fluffy. Ich hoffe, es läuft alles flüssig, rund und mund. Aber sieht gut aus. Sieht sehr gut aus. Ach hier übrigens, Leute. Bin ich schon da. Ja, ich weiß. Aber ich werde erst morgen quetschen. Ich werde erst morgen erst reinquetschen. Das Ganze. Oliver, ich danke dir für dein Like. Schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Alles gut bei dir? So. Was brauchst du? Geld. Gib mir welches. Sag mir doch nochmal, was du hier machst. Wenn du etwas mit deinen Kämpfern klären willst, komm zu mir.
Ich bereite sie für dich vor und halte sie kampfbereit. Du musst ein Kriegerlager bauen. Ansonsten werden unsere Kämpfer weich. Und das können wir nicht zulassen. Das ist richtig. Das hast du sehr gut erkannt. Ich muss gehen. Bleib gesund. Auf Wiedersehen, Eivor. Ja, auf Wiedersehen. Wollen wir mal abstauben? Boah. Los hier. Schließen hier. So. Hey, was ist los? Bitte. Gut, gehen wir mal hoch zu unserer Aufgabe. Bei mir ist alles perfekt. Danke, danke, danke. Na, Weggefährte, willst du mitgehen? Mali, ich danke dir für dein Like. Schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Guck mal, ich putze mit unten. Hatschi, kannst du mir sagen, ob du auch die Grafik da auf 1044p ist? Das würde mich gerne mal interessieren. Ich habe das vorhin eben eingestellt. Zogen die Söhne Ragnars vor einigen Monaten dorthin. Wir wissen, dass Iva und Oba wohl auf sind und sich in Cheopedun befinden. Gute Arbeit, ihr beiden. Jetzt ruht euch auf. Was bewahrst du in diesem Raum auf? Meine beste Waffe. Denn dieser Raum gehört dir. Hier kannst du ruhen, deine Axt aufhängen oder deinen Gedanken nachsinnen. Gefällt er dir? Er passt zu mir. Das Spiel ist mega geil. Ich schlafe geil, aber genauso doch, gern bei den Kriegern an der Anlegestelle. Ich brauche keine Sonderbehandlung. Das ist keine Sonderbehandlung. Ich will dich im Langhaus wissen. Nah bei mir. Ich mag Jarl des Clans sein, aber du und ich führen gemeinsam, wie immer. Also mach es dir bequem. Wenn du bereit bist, treffen wir uns bei den Ställen. Nein. Okay. Hm. Wollen wir mal einen Duki machen? Duki. Ein Bett wie dieses hatte ich nicht oft. Hier werde ich mich gut erholen. Auf Twitch, wo du gerade bist. 1080 geht nicht auf 1044. Ein Kästchen für Nachrichten und Gesuche. Hm, nicht viel, aber mein eigen. So. Weiß die war noch. Oh. Ich trage Helm, du trägst Helm. So sieht das aus. Bom. Jetzt komme ich wieder. Ach, wen haben wir denn da? Übst du deine Wortspiele, Alvis? Ah, Eivor. Der einzige Mund in Midgard, dessen Spott ich fürchte. Ja, du lehrtest mich die Kunst der Skalden, alter Freund. Es war doch klar, dass ich dich bald übertreffen würde. Wie wäre es dann mit noch einer Lehrstunde? Ein rascher Spottstreit, jetzt und hier? Was sagst du? Nee. Nein, jetzt nicht. Ich verstehe. Vielleicht später. Ne? Ja, okay. Dann geht das nur noch auf YouTube. Ja. Sporting. Hey, wir müssen hier zuerst. Hello, mate. What's up, me? Nee. Baby.
baller dir mal rein. Wo haben wir den anderen Karten? Wie sieht die Karte aus? Da ist auf jeden Fall da gemeldet. So, damit wir erstmal einen Überblick über den ganzen. Erstmal will ich hier. Eine Ehre, dich wiederzusehen, Eivor. Erzähl mir, was du hier tust. Was du auch für dein Langschiff brauchst. Mein Mann und ich helfen gern. Wir haben ein gutes Auge für solche Dinge. Jetzt ist es allerdings wichtiger, dass du uns eine Arbeitsstätte baust. Beeil dich damit etwas, ja? Ich muss los. Bis bald. Auf Wiedersehen, Eivor. Das ist schon eine schlechte Einstellung, das Wort Mann hat. Warum rede ich mit dir? Ja, reite beim Eintreffen der Nachricht sofort los. Du kannst auf mich zählen, mein Freund. Der Pfad vor uns erleuchtet. Oh, wir gleich mal zu Ragnars. Ende wartet der Ruhm. Zu Ragnars Keller. Ruhe dann. Lebe wohl, Eivor. Bitte. Ach, der kommt jetzt. Hatten wir schon alles. Ich muss leider aufbrechen. Bis bald. Du hast einen Stall. So, du sagst mir jetzt, ich brauche einen vernünftigen Stall. Ja, ich muss erstmal raus. Bis bald, Eivor. Wo reitet er hin? Verlässt uns Basim denn schon? Sigurd will auch bald weg. Ist das wahr? Die Söhne Ragnars haben ihr Lager im Norden aufgeschlagen. Wir sollten sie besuchen, um unsere Verbindung zu diesem Land zu stärken. Ist Basim dorthin unterwegs? Basims Ziele sind die seinen. Belass es dabei. Wir haben Wichtigeres zu besprechen. Ich reite nach Legra Kestashir, in einer Stadt namens Cheopedun. Eivor, ich erwarte, dass du nachkommst, wenn du hier fertig bist. Ich komme gleich mit. Wie geht's euch überhaupt, Leute? Wie sagt der Name? Noch nicht. Sprich erst mit Randvi. Sie hat mehr als nur eine Aufgabe für dich. Neben dem Aufbau der Siedlung müssen auch Bündnisse geschlossen werden. Wir können Englerland nicht mit so wenigen Freunden befrieden. Dann muss ich dir beistehen, Sigurd. Ich eigne mich besser für lange Reisen. Nein, Dag. Du gehörst hierhin, zu den Kriegern. Und du wirst Eivor Folge leisten. Pass auf dich auf, Bruder. Ich folge dir, sobald ich kann. Ja. Und ich halte unsere Krieger in Form. Eivor Folge leisten? Will er mich auf die Probe stellen? Vielleicht. Sigurd ist ein weiser Mann. Eher befolge ich die Befehle einer Laus. Perfekt. Perfekt. Guck mal, diese Punkte, die wollen wir gleich mal einsetzen. Fertigkeitspünktchen. So, was nehmen wir denn? Es gibt ja auch eine Attacke, die so. Ich habe ich heute mal gesehen. Auch nicht schlecht, aber die habe ich. Die ist jetzt nicht so leer. Aber hier. Was ist das denn? Toll. Super. Es gibt noch so einen Multishot. Damit schießt du so mehrere Pfeile wie auf Gegner. Der war auch nicht schlecht. Da hast du, glaube ich, 7 Gegner auf einen Streich so weggesmashed. Fand ich nicht schlecht. Ich weiß nicht, was das hier bringt. Betäubung. Ja. Nehmen wir den jetzt hier. Ich nehme jetzt den. War jetzt nichts Wildes. Aber besser als nichts, ne? Schade. So. Haben wir. War hier noch was auch besser? Ich muss die Tasche, muss ich mal, wenn ich mehr Arms mitnehmen kann, auch besser. Thomas, ich danke dir für dein Like, schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Alles gut bei dir? Eivor.
Eivor, mein Stall ist noch etwas leer. Aber wenn du mir einen besseren bauen kannst, besorge ich dir die besten Pferde. Ein voller Stall wäre eine große Hilfe. Ich werde sehen, was ich tun kann. Mir geht's hervorragend. Auf jeden Fall. So, den haben wir hier schon mal. Das ist schon mal. Beautiful. So, jetzt wollte ich nochmal die Kaserne. So, war das ein Request? Bist du hier? Bist du die? Ja, du bist die Request. Guten Tag. Guten Tag. Tag. Ah. Du wolltest mich sehen? Sigurd trug uns auf, dafür zu sorgen, dass wir in Englerland Fuß fassen. Er will Bündnisse schmieden. Eiserne Bande mit allen Nordwegern, Dänen und Sachsen. Ja, wir sind die Fremden hier. Freunde zu finden, würde uns helfen. Wo fangen wir an? Meine Kundschafter überbringen uns täglich Neuigkeiten und so langsam fange ich an, diese zerrütteten Lande zu verstehen. Je mehr ich erfahre, desto mehr kann ich dir über jede Region erzählen, bevor du dorthin aufbrichst. Ich verstehe. Sobald du Verbündete in einem Gebiet gefunden hast, rede mit mir. Dann entscheiden wir über den nächsten Schritt. In Ordnung. Und wo fangen wir an? Du hast jetzt zwei Möglichkeiten. Schließ dich Sigurd in Legrakestaschir im Norden an und triff auf die Söhne von Ragnar Lodbrok. Oder gehe gen Süden nach Grantabrückschir zu einem Dänenheer, das von Jarl Gudrum und Soma angeführt wird. Ich sollte hinzufügen, dass unser Freund Heitam sich mit seinen eigenen Quellen in den Städten besprochen hat. Seine Ergebnisse könnten uns für Bündnisse in Englerlands Städten nützen. Sprich mit ihm. Vielleicht braucht er etwas. Ich möchte die Bündniskarte einsehen. Erzähl mir mehr über Legrakestaschir. Ich möchte mich bald Sigurd anschließen. Er reiste in eine Stadt namens Reopedun, um Ober- und Ivar Ragnarsson zu treffen. Wie ich hörte, stehen sie kurz davor, den König Mercias zu verbannen, in der Hoffnung, dafür ihren eigenen einzusetzen. Ein kühnes Vorhaben. Ich sollte dort sein und ihnen helfen, so gut ich kann. Ich glaube, das wäre gut. Ich werde sie nicht warten lassen. Gut. Ich werde Sigurd und die Söhne Ragnars benachrichtigen und deine Hilfe zusichern. An deiner Stelle würde ich mit dem Schiff fahren. Reopedun ist recht weit im Norden, am Trent. Ziemlich kräftig die Farben, wa? Aber nur da drinnen. So, jetzt wollen wir erstmal hoch zum Aal, Alter, reingucken, das sehe ich. So, wo ist Ferdi? Ferdinand. Sebastian, ich danke dir für dein Like. Schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Alles gut bei dir? Und André, danke für dein Like. Schön, dass du da bist. Wie geht's dir?
Lennox, moin moin. Alles gut bei dir? Das freut mich zu hören, dass es dir gut geht. So. In mir ist alles fit. Und bei der Crew ist sie jetzt auch. Hat sich keiner beschwert. Das freut mich zu hören, Lennox. Hans-Peter, ich danke dir für dein Like. Schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Alles check bei dir? Oh, hier oben sind nochmal gute. Jetzt. Er rennt irgendwie. Stein und Schuhe. Annegret. Hi. Wie geht's dir? Alles gut bei dir? Danke dir für dein Like. Jetzt machen wir mal Auge hier. Sabi. Oh da. Noch ein höher. Das freut mich zu hören, Hans-Peter. Also so wie er immer runterspringt, diese, der andere ist ja mal mit dem Körper nach vorne weggesprungen und dann hat er sich vorwärts reinfallen lassen. Aber der macht mir mal Sorge, dass ich auf Boden knall, wenn der so runter springt. Der Ochse. So, was haben wir denn jetzt hier? Dann haben wir aufgedeckt. Da machen wir nochmal einen schönen Raubzug, würde ich sagen. Aber ich bin ja sowieso hier. Machen wir mal den hier. Ich hoffe, oh, das hat wieder so ein Dreck ist wie beim letzten Mal, wo da die Riesen waren, gegen die ich irgendwie kämpfen sollte. Die so übermächtig war. Warte, ich lerne es auch nicht, dass ich ein Pferd habe. Alles vielleicht. Oh. Ach, komm, die Mose. Siehst du das auch? Ja, komisch. Irgendeine Art Anomalie. Der Rest deiner Simulation ist eingefroren. Ich sehe ein freies Datenpaket in der Nähe. Mal sehen, ob ich da rankomme. Okay, aber mach langsam. Wir wissen ja nicht, was es ist. Oh, ja. Interagieren. Andreas Dornen. Genau. Aktiv. Aktiv. Ich glaube, so war das. Kann er da rauf? Jawohl. Geht gleich los. Nico, ich danke dir für dein Like und Marco, danke für dein Like. Schön, dass ihr da seid, Leute. Ich hoffe, es geht euch gut. Und ihr seid gesund und munter. Was ist das hier? Muss ich jetzt hier. Oh, okay. Keine
Da muss ich. Ich weiß, ich kann mir den Trick jetzt schon vorstellen. Erstmal da hoch. So, dann den hier. Dahin. Dahin. Das ist eigentlich egal. So, und da drüben muss ich jetzt wieder zurück. Wieder den hier umstellen. Er weiß, wie es geht. Das ist er. Er weiß, wie es geht. Auf Anhieb. Gar nicht doof. So, und der geht nämlich dann. Da. Zack, dann gehe ich hier runter. Oh, nicht super. Und dann gehe ich da rüber. Und weiter geht's. So, wo sind wir jetzt? Da, dann geht er da drauf. Boah. Yay. Komme ich da so hoch? Ja. Den hier. Den. Und von da hin. Und der ist natürlich im Weg. Der ist im Weg. Ah ja, ich weiß schon. Ich hab's. Den Trick gefunden. Mal erstmal. Da drauf. Jetzt geht der nach oben natürlich, aber weil die Mauer da im Weg ist, wie der, hier hinten. Zack. Da drauf gerichtet. Whee! Warum? Schon wieder wusste er es. Andreas, danke für dein Like. Schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Und los geht's. Zack, zack, zack. Hör auf! Soldaten stehen vor der Tür. Sie wollen dich holen. Und sollen sie mich holen? Ich fürchte mich nicht. Dann werde ich meinem Zorn vor Gericht Luft machen. Sie töten dich, bevor sie dich reden lassen. Ich wende mich an den Rat. Sie müssen erfahren, was der Wütende getan hat. Sie sind hier. Dafür bleibt keine Zeit. Ich muss ihr ein Auge machen. Da ist einer, der muss was abkriegen. So, das heißt, ich gehe dann hier rüber. Oben kann ich nichts machen. Scheiße. Das wäre jetzt wichtig. Ah ja, alles klar. Ich weiß jetzt den Trick, hab ich auch. Ja, gut, dann bin ich jetzt wieder zurück. Aua. Bloß nicht von rein. So, was los? Ich muss erst wieder den hier. Auf den richten. Eigentlich dahin. Aussprengen. Jetzt kann ich den hier nämlich auf den richten. Dann hier komme ich jetzt wieder rüber. Damit können wir leben. Geh mal hoch da. Oh, jetzt mach ich dich ein, kurz bevor Feierabend ist hier. Ich nähere mich jetzt dem Datenpaket. Ich sehe es. Es ist verschlüsselt, aber das kriege ich schon hin. Hab die Daten. Hier kommen sie.
Dann haben wir abgeschlossen. Und eine Proppy. Sehr schön. Trophäen sind immer wichtig. Mein kleines Stück Erinnerung an ein Spiel. Finde ich immer gut. Achso. Hallo Mama. Danke für dein Like. La 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 like. Vorweg sage ich auch schon, Samstag werde ich nicht streamen, da mein Sohn Geburtstag hat. Da wollte ich mir ein bisschen Zeit einfach so ein bisschen verbringen. Wieso läuft der eigentlich neuerdings so lame? Und wieso hat er eigentlich schon wieder sein Handy auf? Und warum muss ich den immer neu aufsetzen? Das verstehe ich nicht. Wenn ich sage, Helm auf, ich muss meinen auftragen, dann hast du deinen aufzutragen. So. Fertig. Oder was? Oh, Darmschienen. Denen müssen auch mal Hand gelegen. Aber ich stelle sie doch einfach vorsichtig sein. Das war vorsichtig. Was habt ihr denn da? Ich glaub doch nicht, ey! Ihr fletscht mir hier die Hirne fast weg, ey! Muss ich immer vorsichtig sein, wenn ich etwas mitmache. Fletsch. Er geht tot, ich nicht. Oh no! Kein Feuer, bitte nicht. Feuer ist immer nicht so. Aber ich bin, glaube ich, auch gegen Feuer ein bisschen resistent. Resistent. Denn da habe ich schon was getan. Es gibt auch eine richtig geile Attacke. Und guck mal, wie jetzt hin. Hast du gesehen? So willst du rein hier herfahren, ey. Ja, gut. Hey, ich hab die. Boah. Muss ich mal wieder zulegen. Oh, der Pfeil, der hat mich natürlich voll erwischt. Und cool. Gelenkt. Ich bin zu fest gemacht.
sehen, was du siehst. Dieser Ort wird gut bewacht. Ja, ich bin Meisterschütze. Ich bin der Meisterschütze. Die sind Armbrüste. Übel. Gleich dran. Jetzt kommen erstmal die Pfeile Bogenflöten. Der geht auch mal flöten. Ja, oder du gehst einfach über das Seil. Das Seil. Jens, ich danke dir für deinen Like. Schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Alles schick bei dir? Baumsturm. Aus Erlen. Er ist gerade einfach ab. Und geht dann hoch. Wir
wirklich Bärenbüsche haben wir hier nicht. Ja, hier rein. Ja, das war klar. Daniel, servus, alles gut bei dir? danke. Ja, ist auch nicht für jeden was, ne? Findet hier keine Ruhe. Wieder an. Moin Moin Lukas, alles gut bei dir?
alles hier hoch. Da wirst du bestimmt kaum getroffen. Was macht der denn da? Er springt einfach nicht runter. Bei mir ist alles bestens. Danke der Nachfrage. Auch wenn er mich da gerade wieder diese Stelle da einfach ankotzt, dass der da nicht weiterkommt. Ja, da. Ich drück R1 und dann schlägt er einfach. Also das war auf jeden Fall in den anderen Teilen tausendmal besser, wenn du da rumgeschlichen bist, dass du die Leute gekillt hast. Was ist das für ein Scheiß, ey? Er klettert nicht da hoch.
Ah, weil ich wieder. Ich musste wieder spielen. Ich musste einfach wieder spielen. Nein, das wird sich nicht ändern. Glaub mir. Das habe ich jetzt schon ein paar Mal gehabt, dass ich immer Stellen habe, die wohl, wo du einfach nicht weiterkommst. Das Spiel ist mega geil. Aber an einigen Dingen ist das einfach nicht so schön. Ja, vor allen Dingen dieses immer wieder von vorne komplett anfangen, das ist auch wirklich krass. Den habe ich gesehen, einen Weber. Er sprang plötzlich auf und hielt sich die Nase zu und flehte die Götter an. Er meinte, böse Geister würden ihm in die Nase kriechen wollen. Schneller ja beim alles. Verteilt euch! Steven, ich danke dir für dein Like. Schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Alles gut bei dir? Kommt von der Tür!
Ivan, danke für dein Like. Schön, dass du, oh, schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Wo schießt der denn da? Das Spiel ist auf jeden Fall was. Schockt auf jeden Fall. Ist auch nicht allzu einfach. Verteilt euch, wir schaffen das. Das wird okay noch bemerkt. Ich würde glaube, ich gehe mal runter. Rest werde ich jetzt verorten. Wechseln. Wo ist der? Ach, da gehe ich jetzt hin. Wo ist die auch? Ah, diese kleine. Ganz sein genervt, der Typ. So, ich würde sagen, das Lager ist meins. Eingenommen! Cool. Cool. Ich war schon sehr oft in Valhalla. Sehr, sehr oft. Tom Tom, ich danke dir für dein Like, schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Wow. Oh, das ist die Truhe. Ist geöffnet. Ist auch noch voll. Okay. Coole Barren. Ja, ja. Was ist jetzt passiert? Hä? Was jetzt denn da? War gerade ein Durchfall oder? So, wann haben wir den? Den Bombs habe ich jetzt eingenommen. Das ist dann auf der Karte drauf, weil ich da eingenommen habe. Was ist das denn? Schon, schon. Wir gehen zu dem Adler. So, aufdecken. Zack. Adler. Dieser Adler. Wo ist denn der Adler? Habe ich doch markiert. Sehr gut, sehr gut. So, kommt gleich wieder auf. So, beim Rauchen will ich das. Beim Rauchen geht er.
brauchen wir bin ich besoffen oder was? Verriegelt. Was reitet denn da? Ein Tempelritter. Guck mal, Digga. Gerne mischen. Schön. Aber. Er will mich verscheißern. Womit wirft er? Dann wirft man halt mit Bomben in dem Spiel. Dann wirft man halt mit Bomben. Oh. Muss ich dich verstehen.
Nach muss ich gehen. Ja, genau, was war das denn? Jürgen, danke für dein Like. Schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Alles gut bei dir? Na, wo ist der Pimmelpirat? Oha, da sind ja mehrere drin, wa? Ich kann. Das sind ja Reiter von gerade. Mehr da. So, wie komme ich jetzt in den Bumsack? Ah! Das Seil wollte er dann nicht tun. Diesen Wachen entgeht nichts. Entgeht nichts, ne, aber. Die Frage ist jetzt einfach nur, wie kommt der ran? Wieder der Reiter. Oh Mann, ich treffe wieder richtig gut. Wirft er jetzt wieder Bomben? Er wirft schon wieder. Ey, was ist das, Mann? Ey, ist so eine Unlogik, Alter. Was ein Schwachsinn, ey. Genau das meine ich. Das kann es nicht sein, ne? Da sind Gegner, Alter, die sind so ultra stark, ey. Denn was ist das für ein Bug, Mann? Ja, genau. Ja. Scheiße, du! Das kann's nicht rein, Mann!
mal. Wirft er jetzt wieder gleich seine Bomben. Was machst du hier? Ja, genau. Ja, richtig. Das ist ein wieder sein. Zeige. Gleich mit Glück davor. Das wird krass. Hat er auch einen oder was? Das ist nicht dein Ernst, ey, das ist eine Bombe gewesen, Mann. Ich will hier nicht bei euch reinlassen, ich will ja fertig machen. Name Lucio. Alles gut bei dir?
Vor allem will ich da rein, wo der Schatz ist. Und ja, zwei Köpfe da drin rumkommen. Wo ich nicht weiß, wie ich da reinkomme, weil irgendwo wieder ein Tunnelsystem ist. Einfach in die Mine. Ey, was ist das, Mann? Das verstehe ich wieder. Diese Unlogik. Wir versuchen das so ein bisschen. Ja, okay. Aber. Da bleibt der nie für. Was ist das denn? Da ist aber mal im falschen Jahrhundert, würde ich mal sagen. Ich suche jetzt hier den Bombs an. Das ist auch einer. Aber das ist nicht so ein. Ich habe keine Pfeile. Der Backe war. Einmal stehen die hinter mir. Das Land zu reinigen. Hier ist alles voll. Ja, da will ich ja hin, aber ich habe keinen Pfeil. Oh, oh, oh. Da ist der Höhlengang. Höhlengang, da ist der Höhlengang. Hier ist gut was zu holen. Ja. Da ist natürlich nicht so schön. Der Räder, da ist auch noch ein Eingang. Das sind die Eingänge, die mich dann hinführen zu dem Ding da, dass ich da reingehen kann. Wo waren wir da? Was ist da? Gib mal hin ab, Vögelchen. Ja, Moment. Bin da. Nee. Beide Leute reden. Beide. Ich
erstmal hinein und dann muss der Olle Klotz von da oben runter. Nur ohne Pfeile. Ah. Also an einigen Stellen backt das echt extrem. Die Büchern habe ich noch nicht wirklich gesehen. Die sind immer hohen Bücher, aber ich weiß nicht, was ich da machen muss. Da ist nie was. Naja, aber Pfeile sind ja schon mal gut, dass keine Kinder und Klotze auch noch schießen. Da waren auch welche. Hier ist der andere, der Höhleneingang. Aber ich will jetzt erstmal zum Schatz.
einen anderen Höhleneingang. Ich brenne auch einfach komplett. Das war der eine Höhen. Auch noch ein Geld. Den der andere jetzt wohl auch noch. Der nennt alles nur nicht Leiter. Patrick, ich danke dir für deinen Like. Schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Alles fit bei dir?
die reicht schon. So, also jetzt gehen wir mal zu dem Artefakt. Hat sie wieder spielen, ne? Also, mega nice. Wie gesagt, einige Sachen, die müssen noch ein bisschen ausgebessert werden, einige Bugs, aber wie gesagt. Ist ja noch zu Anfang. Hier kümmelt irgendwo der eine Ding. Weiter. Ich glaube, das ist ein Freund. Dennis, ich danke dir für deinen Like. Schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Alles fit bei dir? Ja, Baby. Haben wir da. Okay, das ist die Karte, die ich gerade gesucht hatte. Genau. Das ist aber auch das Tunnelsystem. Wie komme ich da rein? Wie komme ich zum Endgegner? Wahrscheinlich ist er irgendwo noch ein Schlüssel. Aber das ist ja. Das
mal hoch zu den Klumpen, der da oben hochkommt. Die war so ein Schiff. Mega wieder aufgenommen. Ein Reiter leer. Ich muss mich in Acht nehmen. Natürlich suboptimal. Manchmal sind es die einfachsten Dinge. Jetzt sagt ihr so, hab ich.
mir immer mehr erwarten. Also, wie er daran gezogen hat, sah er eher aus, als wenn er ihm den Kopf abbrechen will. Ah. Wo haben wir da eine Maske? Artefakten sind immer nein. Wieder so eine Stange. So, das ist auf jeden Fall schon mal sehr gut. Das hier oben hätten wir erledigt, aber das ändert trotzdem nichts daran, dass ich nicht weiß, was ich dort mache. Ja, wie komme ich da rein? Den Klumpen. Wie komme ich hier rein? Wow, er ist hier hinten ganz. Empfohlene Stärke 90. Weiß ich, warum der so stark war, weil er einfach stark war. Aber ihr könnt euch vorstellen, ich lasse nicht los, bis ich hier drin bin. Alles in Ruhe, wie komme ich da rein? Wie komme ich hier an dem Online? Tür verriegelt. Tür ist von der anderen Seite versperrt. Okay. Was habe ich jetzt? Reitet er wieder. Er weg. Hallo. Ah. Ist das so? Ja. Aber das hat doch irgendwie Sinn, dass da. Warte mal, nicht so weit. Hier ist doch irgendwo. So, warte. Hey.
Noch gleich eine Idee, der mit seinen Minen, dass er die Minen irgendwie an die Tür wirft, dass das Ding so aufgesprengt wird. Das wäre kann, aber nee. Weiß ich nicht. So, wir gehen jetzt zu Sigurd. Jetzt gleich zu. Ich bin normalerweise ehrgeizig wie so ein Hund, aber ich muss mich ein bisschen auch daran an den Plan achten. Wo ist er denn ganz? Oh, wo er ganz ist? Alter, er ist einfach da. Ich habe mir hier wahrscheinlich einfach die schwierigste Stelle ausgesucht. Jetzt erstmal zum Wasser. Wo bin ich mein Pötchen? Hey! Was ist die denn? Gehen wir nochmal hin. Magst du sein, doch hier bist du nur meine Gefangene. Und du wirst tun, was ich sage. Hey. Ich bin gefangen. Genug. Ich gebe auf. Such dir einen anderen Beschützer. Seltsam. Es ist vorbei. Du kannst nun rauskommen. Tarkin? Mein Tarn! Was ist passiert? Dein Entführer ist geflohen. Er war etwas weichlich für meinen Geschmack. Was willst du wirklich hier? Oh Gott, nein! Es war nur ein Spiel! Eine Tollerei! Mein lieber Tarkin, wie konntest du nur? Nun, ich dachte, er hielt dich gefangen. Alles Teil der Verführung. Oh Gott, du dachtest wirklich, mein Leben wäre in Gefahr? Und du setztest dein eigenes. Oh, du bist so tapfer. Welch Beschützer. Das ist ein Witz, oder? Bitte, du musst für mich kämpfen. Wer weiß, was dort unten lauert.
welch bösartiges Volk mir schaden will. Ich brauche Schutz. Stark und standhaft. Bitte, halte unten Wache. Wenn ich das tue, kommst du heraus? Oh, aber sicher doch. Stell dich einfach vor die Tür dort unten. Damit bist du gleich zwischen mir und all den bösen, bösen Männern. Wahrlich, ich fühle mich schon sicherer. Da kommt Ärger. Oh, gut. Echter Ärger. Verhalt dich still. Oh, wie schrecklich. Ich, eine Königstochter, die mit allen seltenen Steinen ihres hohen Hauses fortliegt. Hm? Was war das? Kann ja nicht schaden, mal nachzusehen. Oh. Genug jetzt. Ich streite für Gott! Ja, du hast es wieder geschafft. Es scheint unser Schicksal auf ewig sofort zu fahren. Ich schätze, ich sollte jetzt gehen. Bist du noch da, meine Retter? Oh je. Oder gehe ich mal zur Sigurd, würde ich sagen, oder? Voll eklig. Thank you.
Ja, mich auch. Geht gleich los. Geht gleich los. Einfach bestellt. Die Figuren sind noch nicht mal drin. Das Film ist schon da. So, wo mal gehen wir denn hin? Ich fahr mal da hoch. Das wird wohl, denke ich mal, da wird wohl was kommen oder nichts. Okay. Wir können das Segel nicht setzen. Gehen wir mal hoch, da ist auf jeden Fall eine Festung. Boden fahren, wenn man Gegner ist. Warum ist der Gegner? Ich darf mich hier nicht blicken lassen. Gott ist mit mir. Was?
Nein, Mann, ey. Ja,
NPC geht mir auch ganz hart auf den Sack. Die Fresse. Aber danke. Alles gut bei dir? Nein, das ist ein dickes Häuschen. Das ist ein Schlüssel. Auf die andere Seite. Schnell die auch rennen können, ne?
I can do this. Ich frage wieder einmal. Ja. Was sind hier für Leute? So, was hab ich denn gehabt? War das Alkohol? Sprecheranfälle mein Vater. Leute! Ich will mit Messer an. Brot schmieren oder was? Verstanden kriegt er mir ja noch. Boah, das hier auch viele Gegner. Vielleicht würde das gut. Also, wenn es so sein. Vielleicht ist es da wie gerade. Yeah.
aber keine. Überrumpelt den Hohlkopf! Ich bin am Überlegen. Wie ich eigentlich vor? Pfeil habe ich noch. Und dann geht alles gut. Das ist doch nicht mehr jetzt klar. Gott wird uns nicht verlassen. Energie, die Frage ist woher. Wie viele Alter, die sind ja überall. Das war doch was. Boah, ey, ich muss aber mal jetzt nicht. Energie. Was hast du vergessen? Das von der anderen Seite versperrt sein. Oh! Ja, der. Nein, wir brauchen nur noch einen Abfuß in der Masse. Ja, und das hat er auch jetzt. Thank you.
Ich gehe jetzt zum Ding jetzt nicht aufgefallen. Bleib jetzt mal rot. Was ist hier los? Oha, ich bin ein zu früh abgelaufen. Weaves web of fear. Each man gets his hated share. A blood red surge, the warrior shield. Raven scan the battlefield. Clothing gaze upon the dead, and horns resounds the mighty horn. For those who fight, for those who fall. Ich hab mich fest. Ah. Oh.
Was ist jetzt denn? Ach, Kacke. Hier bin ich jetzt. Das setzen wir später fort. Da ist ein Kloster, Eivor! Ich hab auf den Augen. Was ist hier unten? Da ist doch eine Tür. Da ist doch eine Tür, Junge. Sie wurde wohl verriegelt. Verriegelt? Da machen wir mal. Ich bin schon am Flexen da oben, aber ich will mitmachen. Da ja, bist du einer. Ach, das ist es. Der Dorf. Ich bin da. Dann haut ab. Bockwurst. Ich starte wie um. Den Max macht keinen Spaß. Dann mit mir, du. Okay. So, wo sind wir denn noch? Machen wir denn noch nicht da? Moin. Hey, ich hab grad Energie genommen, du Pillemann, ey. Was ist eigentlich mit dem Blut? Was ist das für eine Kacke? Sollte er nicht rot sein? Das ist doch blau, Alter. Bin ich Kobold oder was? Genau, das Spiel muss man fühlen. So sieht's aus. Oh, ich freue mich schon nächste Woche. PlayStation 5. Meine Cam hab ich schon. Kannst du aber nicht so intelligentes Spiel machen als Feuer? Dann ist jetzt. Jetzt bei meiner Mannschaft da.
willkommen. Also klar. Ey, da sind drei Leute. Ich stehe abseits. Der kommt mit seinem Scheißding auf mich zu. Mann. Ich muss den Beutel unbedingt aufbessern, Mann. Kann ich eigentlich jetzt auch mal machen. Das nervt mich nämlich. Kann ich den schon aufbessern? Ich hoffe. Diesen habe ich ja schon gekämpft. Die kann ich nie aufbessern. Die kann ich gar nichts aufbessern. Die zwei Bogen interessiert mich voll nicht. Dafür. So, müssen wir mal was reichen hier. Ich hätte gerne meinen Beutel mal wieder aufgebessert hier. Mit einem, denn jedes Mal kann ich nur eine Heilung. Ich hab dann gerade eine Energie genommen. Dann bin ich den schön wieder kurz vom Tod, ey. Da liegt seine Hand. Man konnte gar nicht sehen, dass da ein Dach brennt, Mann.
Angriffe und nehmt das köstliche Silber. Ey, so langsam hab ich die Faxen dicke, ey. Nicht einen Kampf kannst du gewinnen. Meine Schlau, kannst du ja verbessern und sowas. Die sind aber schon auch gebessert, bis sie gehen nicht mehr. Du liest ja die Hau mit einmal. Wasser. In dem Spiel kommst du ganz schlecht voran, denn meine Fresse. Wie viele Anläufe ich für den Kampf mal brauche, das ist nicht normal. Mann, die Energie ist schon wieder komplett weg, Alter.
weiter! Du bist so gut wie tot! Wieso ist da oben jetzt nur wieder einer? Jetzt brauchen wir nur eine Anhauchung wieder und dann bin ich. Ich brauche hier drüben Hilfe.
Hilf mir. Sei meine Augen. Sigurd wird mit den Ragnarsons hier sein. Hey, was ist los? Segel, Segel! Weniger Segel! Oh, was ist hier passiert? Nichts funktioniert, ey. So, bleiben einige von uns hier zurück? Wer steht hier vor Ivar Ragnarsson? Bist du Sigurd, Stränger? Avago? Eivor, wenn du weitermachst, wird der Boden dreckig. Ein bisschen Farbe schadet nicht. Wer sind die? Alles Späher. Haben sich wie Bauern gekleidet. Mutig, sehr mutig. Diese kleine Gestalt. Es gab eine Zeit, da traf man sich auf dem Schlachtfeld und niemand träumte auch nur davon, Speer zu schicken. Und nun schüttelt man Hände und schließt Bünde. Nicht mein Ding. Sag bloß. Ich mag sie schreiend und wimmernd und stinkend vor Pisse. Hey! Guter Junge. Du bist frei, Sachsenschwein. Wühlte wieder durch die mersischen Felder. Ich hätte es ihm leichter gemacht. Folge mir. Ich führe dich herum. Wie nennt man diesen Ort? Ich nenne es Drecksloch.
Aber für Mercer ist es Raubzug. Ihre verehrten Könige liegen unter dieser Kirche begraben. Was haben sie geweint, als wir sie von hier vertrieben haben? Du hast dein Messer tief in das Herz dieses Königreichs gestoßen. Und ob? Eine ganze Reihe sächsischer Edelleute wartet mit geschürzten Lippen nur darauf, unseren Hintern zu küssen. Nur König Burgred und sein Kriegsherrn Leofried sträuben sich noch. Mein Bruder wird sich der beiden annehmen. Ich nehme an, bei ihnen werden wir meinen Bruder finden? Ja, Ober und Sigurd sind geschwätzig wie immer. Putz dir schon mal den Schmalz aus den Ohren. Nicht für dumm. Ich gehe nirgendwo hin, du Aas. Der König ist in Aufruhr versetzt. Dank mir und meinen Männern. Wofür du bezahlt wurdest. Aber der Preis ändert sich nicht, nur weil du unser Hacksilber schimmern gesehen hast. Du vergisst, dass ich eine Mietklinge bin. Ich verlange, was ich will und nehme, was mir zusteht. Wäre ich an deinem Scheiß interessiert, würde deine Zunge längst in deinem Arsch stecken. Und jetzt verschwinde. Das Feilschen um Silber ziemt sich nicht für den Sohn von Ragnar Lodbrok. Aber keine Sorge, Ober. Ich habe die Krieger, die du brauchst. Wenn die so aussehen, mache ich mir keine Sorgen mehr. Eivor, das Wolfsmal. Du kommst genau zur rechten Zeit. Ober und Ivar stellen einem König nach. Und wenn wir ihn erwischt haben, wird ein anderer gekrönt. Unser lieber Tan Cheolwulf. Um diese Aufgabe habe ich nicht gebeten, aber Mercier braucht genau das. Einen Mann, der gerecht über Sachsen und Dänen herrscht. Hast du denn das Zeug zum König? Eines Tages, hoffentlich. Fürs Erste konnten wir uns immerhin einigen. Der König hat unsere Friedensangebote abgelehnt. Cheolwulf will das ändern. Er wird ein neuer König für ein neues Englerland. Im Moment hat sich Burgred in der Feste von Tamelbjord verschanzt. Sein letzter Zufluchtsort. Noch so ein Drecksloch, nur weiter südlich. Wir haben sie wochenlang belagert, ohne Erfolg. Wir haben genug angeklopft. Jetzt werden wir das Tor zerschmettern. Wenn wir Tamelfjord einnehmen, Burgred absetzen und Cheolwulf zum König krönen, gehört uns morgen der Schier und bald ganz Mercia. Ja, absetzen. Ich kann nicht genug betonen, dass Burgred nichts zustoßen darf. Meine Glaubwürdigkeit als König hängt davon ab. Ah, wo bleibt da der Spaß am Krieg, Sachse? Nicht jeder Sieg muss durch den Tod eines Königs besiegelt werden. Aber das macht es so viel besser. Seine Bitte ist angemessen, Ivar. Und wir werden sie ehren. Das stimmt. Cheolwulf hat seinen König verraten. Vielleicht wird er uns morgen verraten. Warum trauen wir ihm? Das kann ich nur mit der Bitte beantworten, mir zu glauben. Ich will nur das Beste für das Königreich Mercia und seine Leute. Und ich will das Beste für meinen Sohn. In Burgreds Mercia, wo Dänen und Sachsen einander täglich ermorden, ist das nicht möglich. Das ist ein guter Plan, Bruder. Ich bin bereit für den Kampf. Ja, aber vergiss nicht. Was immer du gewinnst, gewinnen auch wir. Ein Bündnis zwischen meinem Clan und der mercischen Krone. Sobald dieser Mann auf den Thron sitzt, sollst du haben, was du verlangst. Die kühnen Söhne Ragnars lassen ihr Kampfgebrüll zum Klirren der Speere und Schilde erklingen. Lass die Pfeile regnen. Die Schlacht beginnt. Ah, da ist aber jemand in der Dichtkunst bewandert. Ich muss pissen. Wir haben ein Lager gleich nördlich von Tamelfjord. Wirst du mit uns kommen? Geh ruhig vor. Blick noch einmal auf Raubzug, wenn du willst. Wir warten so lange am Anleger auf dich. Schön, dass du und dein Bruder hier seid. Und sei es nur, um alle etwas zu beruhigen. Sei unbesorgt, Cheolwulf. Wir wollen alle etwas. Und an dich wird man sich noch sehr lange erinnern.
Nur aus den falschen Gründen, fürchte ich. Ein lebendiger Ort. Hier gibt es einiges zu sehen. Ich bin so auch noch fancy.
Irgendwas stimmt mit dir nicht. Ich hörte, dass Dänen langsam im Gehirn sind und klumpige Zungen haben. Kannst du das bestätigen? Viele Männer sind laut oder dumm. Beeindruckenderweise bist du beides zugleich. Du bist mir die Zeit nicht wert. Schade. Komm wieder, wenn du bereit bist, dich zu messen. Zu den Toren von Tamevjord. Eivor, ist deine Axt geschärft? Ich bin bereit für das Kampfgebrüll. Und die klirrenden Speere und Schilde, ja. Ich bin froh, dass du mit uns kommst. Es ist eine Ehre, an der Seite von Legenden zu kämpfen. Ich hörte Geschichten über eure Eroberung. Heute erlebe ich sie. Diese Geschichte weben wir gemeinsam. Faden für Faden. Komm, Junge. Auf dem Amboss des Krieges schmieden wir aus deiner Sanftheit einen Mann. Man muss nicht unbedingt kämpfen, um einen... Los! Los! Ruhig, Eva. Noch gibt es keinen Kampf. Ja, in diesem Jungen ist wirklich kein Kampfesmut zu finden. Ein Junge, der zufällig Cheolwulfs Sohn ist. Warum ist er nicht in seiner Unterkunft? Unser zukünftiger König braucht einen kampferprobten Erben. Zeit, dass er sich beweist, findest du nicht? Noch nicht gekrönt, aber schon seinen Nachfolger heranzüchten, das ist ziemlich kühn. Richtig. Kühne Könige brauchen kühne Söhne. Ivar! Er kommt mit. Und sollte unserem Sprössling etwas zustoßen, werde ich die Konsequenzen tragen, die unser zukünftiger König auferlegt. Er wird dich dafür enthaupten wollen. Ja, hast du gehört, Junge? Wenn du stirbst, muss ich deinen Vater umbringen. Steig auf, Eivor. Es ist ein langer Ritt bis nach Tamevjord. Du hast meinen Bruder aushalten müssen. Er findet immer neue Arten der Unterhaltung. Das werde ich mir merken. Und halt die Augen auf. Riechst du das, Cheolbert? Der Gestank des Neids. Sicher wegen unserer innigen Freundschaft. Cheolwulfs Sohn überhaupt im Club. Cheolwulf will so seine Loyalität unter Beweis stellen. Und wo wären ein Verräter und sein Sohn sicherer als mitten in einem Haufen Dänen? Sicher vor wem? Du und Eva hat diesen Ski ins Verderben gestürzt. Die Fjord und die Leute sind auf unserer Seite. Aber Burgred hat immer noch Soldaten in Lands Mercia. Sie sind ihm treu und werden ihn bis zum Tod verteidigen. Du redest irgendwie anders als die anderen Brüder. Da hast du recht. Die meisten hier in Engel. Ja!
Diesen Wachen entgeht nichts. Seht sie euch an, diese heidnischen Ratten. Unbändige Bestien, die sich über heiliges Land ergießen. Sieh dich vor, Herr. Diese Ratten sind in der Überzahl. Das weiß ich, du Narr. Und was sollen wir jetzt tun? Ich rate, Ihre Forderung in Betracht zu ziehen, Herr. Einen Kampf überleben wir nicht. Bist du das, Leofred? Du erholst dich schnell. Ich frage mich, ob unter all der Rüstung ein Mann oder ein Gott steckt. Beides. Ein Mann Gottes steht vor dir, Eva. Stolz und bestimmt. Das ist Bogrets Kriegstarn. Hat ein Dutzend unserer Männer am Trent überfallen und getötet. Erst Ivas Axt hat ihn aufhalten können. Eine leicht untertriebene Beschreibung meines 30-Ellenwurfs. Genug geplaudert, Heiden. Sagt, was ihr wollt. Wir wollen deine Krone, Herr. Mit deinem Kopf oder ohne? Ich weiß deinen Ehrgeiz zu schätzen, Heide. Doch auf Mercias heiligem Thron hat noch nie ein Däne gesessen. Und das wird sich auch nicht ändern. Wie wäre es mit jemandem aus Nordwege? Wir sind nicht so sanft, aber dafür bessere Dichter. Nordweger, Dänen. Für mich seid ihr alle Hunde. Allesamt gottlose Hunde! Mein König, dürfte ich dazu raten, etwas mehr Maß zu halten? Mir reicht das ganze Palaver! Ihr seid in unsere Lande eingefallen, habt unsere Bauten geschändet! Wir gaben euch Silber, haben eure Leute genährt! Und trotz alledem greift ihr dieses Königreich, mein Königreich, weiter an! Damit ist jetzt Schluss! Wir verteidigen, was uns gehört! Bis aufs Letzte! Wenn du meine Krone willst, Uberagnason, musst du sie meiner Leiche aus den Händen reißen! Die Mauern bemannen! Zurück zum Lager! Trommelt alle zusammen! Tamewjord wird heute Abend uns gehören! Eivor, sag dem Hauptmann, dass wir bereit sind zum Angriff. Eva und ich versammeln die Männer. Kannst du mit einem Rambock umgehen? Ich weiß, wofür sie gut sind. Ich will, dass du unseren anführst. Du bist stark und beweglich. Ich werde das. Ich ebenso. Na? Wer bist du?
Ich gehöre zu den Ragnarsons. Wird Zeit, den Rambok einzusetzen. Burgred wollte einen Kampf. Jetzt kriegt er einen. Bist du bereit für den Angriff? Es kann losgehen. Erobern wir uns ein Königreich. Was wollen wir eigentlich mit ihm anstellen? Theobert, stimmt etwas nicht? Ich kenne diese Männer, Eivor. Ich habe eine Tafel mit ihnen geteilt. Vor 2 Wochen noch hat Leofried mich im Schwertkampf unterrichtet. Wir sind Freunde. Freundschaften enden. Nicht selten an der Spitze einer Klinge. So kalt kann ich nicht sein. Schon gar nicht mit Leofried. Er folgt nur Befehlen. Wenn der Angriff losgeht, suchst du dir ein leeres Zelt und bleibst da. Halte mich nicht für einen Feigling. Ich fürchte den Krieg nicht. Ich will nur meine Freunde nicht töten. Es geht nicht anders. Kämpfen oder verstecken. Deine Entscheidung. Thank you.
Ach, scheiße! Und ihre Stärksten, sonst schlachten die uns einen nach dem anderen ab. Sächsisches Blut tränkt diese Lande und wir Nordträger sind es, die siegen werden. Ich finde dich, du kleine Ratte. Hörst du mich? Wir schaffen es. Thank you.
Klemmt. Ich muss auf die andere Seite. Es ist vorbei, Bockhead. Leg die Waffen nieder und ergib dich. Nimm drei Männer. Seht hinten nach. Seht euch um. Schaut, was zu finden ist. Ich schicke nach Cheolwulf. Sein Thron wartet auf ihn. Eine hübsche Rauferei war das, was? Ein kleiner Elf. Verzeichnis von Zahlungen, wie ein Haushaltsbuch. Hier ist ein Emblem, womöglich von einem Clan. Die Brüder sollten das sehen. Eva, ich habe einen Brief gefunden. Dieses Symbol hier. Hatten deine Leute Glück? Nein. Du? Hier. Kennst du dieses Zeichen? Tunas Siegel. Anscheinend hat sie auch mit Bogret eine Abmachung. Diese Hündin. Sie war die Söldnerin, die in Cheopedun so herumkrakeelt hat, oder? Sie scheint auf beiden Seiten zu stehen. Möglicherweise hat sie ihm alles gesagt. Geheimnisse. Über mich. Über Cheopedun. Über unseren Plan. Was soll das ganze Getue? Schnitz dir eine neue Krone und setz sie dir auf die Rübe. Das Problem ist gelöst. Du bist der neue König. So läuft das aber nicht. Nicht in Mercia. Du warst Burkhards Tarn. Hast du eine Ahnung, wohin er verschwunden sein könnte? Burkhard hat seine geheimen Schlupfwinkel. Aber mir hat er sie nie verraten.
Er hat mich im Dunkeln gelassen. Aus gutem Grund. Tona ist unsere einzige Spur. Wir müssen herausfinden, was sie weiß. Lieber renne ich mit dem Gesicht voran in eine Axt, als sie zu treffen. Danach würde sie besser von dir denken. Wir haben denselben Vater, Eivor, aber seine Mutter war eine Sau. Wir treffen uns bei Tonas Lager, sobald du hier fertig bist. Und bring Geduld mit. Und deine Axt! Eivor, auf ein Wort, bitte. Geh, ich komm nach. Ich gehe zu den Brüdern, Eivor. Such uns bei Tona auf. Mein Sohn erzählte mir, was passiert ist. Dass Eivor ihn zum Kämpfen drängen wollte und du es verhindert hast. Du würdest um ihn trauern, hätte ich es nicht getan. Er ist kein Kämpfer. Nein, aber er sollte es sein. Durch Übung oder Prüfung. Das wird er, wenn die Zeit reif ist. Aber halt ihn von Eivor fern. Er ist alles andere als ein guter Lehrmeister.
So, meine Lieben, ich bin für heute raus. Ich hoffe, es hat euch wieder ein bisschen gefallen. Wir sehen uns, was Assassin's Creed angeht, am Montag wieder. Montag geht's wieder rund. Ab morgen bin ich noch überlegen, ob ich überhaupt Metal Knight mache. Weiß ich nicht. Entscheide ich spontan. Und ansonsten übers Wochenende halt Call of Duty World War und Cold War und hier Samstag gar nicht. Also wisst ihr schon mal Bescheid. Ich wünsche euch eine gute Nacht und wir sehen uns morgen wieder, wenn ihr Bock habt. Ansonsten Assassin's Creed am Montag wieder. Haut rein, Leute. Bis denn. Tschüss.